Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ja, LS19 wieder von der Auf Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir mit der Aussaat von der durchwachsenen Sylvie begonnen. So sieht das Ganze auch aus, wenn das Ganze ausgewachsen ist. Hier seht ihr es, ne, ist erntereif. Wird auf jeden Fall genutzt für die BGA oder eben halt auch für unsere Tiere. Zum Ende der letzten Folge haben wir ja hier mit unserem schönen Fentier haben wir ja den Flüssigdünger aufgeladen. Ne, das werden wir jetzt ausbringen auf unseren Feldern. Ich muss mal kurz hier das Ganze einmal wieder abmachen. Zack, linke Maustaste. Ich lasse den Schlauch mal dran, weil ich denke, da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was übrig bleiben. Und dann schwingen wir uns jetzt hier in unseren Fendt rein und werden das Ganze jetzt ausbringen. Danke nochmal für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare unter der letzten Folge. Ne, ihr habt auch geschrieben, dass viele BGAs mittlerweile schon umgestellt haben und dass die durchwachsene Sylvie auf jeden Fall hier auch in dem in Europa auch Einzug erhalten hat. Wird ja, ursprünglich kommt das Ganze, glaube ich, aus Nordamerika. Und jetzt werden wir den ganzen Spaß hier einmal ausbringen. Flüssigdünger und dann nochmal Pflanzenschutz drüber. So, ich mache mal hier die optimale Breite. Stellen wir mal kurz ein hier. Ich glaube, es waren 40 Meter haben wir hier, ne? Das geht recht fix. Ne? Das heißt, in der heutigen Folge werden wir ein bisschen Flüssigdünger und Pflanzenschutz ausbringen. Das werden wir dann später noch holen. Und ich würde sagen, wir schalten das ganze Gerät jetzt hier mal ein. Mal kurz gucken. Oder haben wir es schon doppelt gedüngt? Ich weiß es gar nicht. Guck mal gerade kurz. Muss mal gerade kurz gucken. Haben wir schon doppelt gedüngt? Was ist schon optimal? Okay, Stickstoffgehalt ist schon optimal. Das heißt, das brauche ich jetzt gar nicht mehr mit Flüssigdünger ausbringen. Hatte ich das schon komplett gemacht? Bin ich mir eigentlich gar nicht sicher. Aber er bringt ja zumindest nichts mehr aus. Das bedeutet, dass das Feld wahrscheinlich schon in der zweiten Düngerstufe ist, ne? Der schaltet ja auch automatisch ab, ne? Wenn das hier schon erreicht ist. Aber ich glaube, wir haben schon den optimalen Stickstoffwert hier erreicht, ne? Macht dann irgendwie gar keinen Sinn. Ja, habe ich halt übersehen. Ist nicht schlimm. Da können wir dann das andere Feld mal düngen auf der anderen Wiese. Und werden dann hier gleich Pflanzenschutz ausbringen. Ist ja nicht schlimm. Ich dachte, wir wären noch gar nicht so weit gewesen. Aber ich müsste es, glaube ich, schon vorher ein bisschen gedüngt haben. Im Zuge der Vorbereitung. Das kann natürlich sein. Dann nutzen wir halt dieses Feld hier. Ist ja auch nicht schlimm. Da können wir das hier soweit nutzen. Da werden wir das jetzt einmal hier mit Flüssigdünger ausbringen. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Jo. Hier klappt's. Sehr gut. Dann machen wir das Feld jetzt auch mal soweit ready. Haben wir zumindest ein bisschen was zu tun. Ich dachte eigentlich, dass wir das noch nicht gemacht haben. Okay, gut. Hier ist jetzt alles rot. Ich glaube, wir müssen hier trotzdem noch Kalk ausbringen, glaube ich, auf dem Feld. Der Kalkgehalt, der pH-Wert ist auf jeden Fall auch nicht optimal. So, Flüssigdünger ausbringen und dann tanken wir das Ganze ab, was übrig ist. Und werden dann aus unserem Lager am Hof über dem Schweinestall das Ganze dann auch ausbringen. Beziehungsweise dann auch den Pflanzenschutz noch aufnehmen. Da habe ich nämlich ein paar IBC-Tanks mir gesichert und werde die dann direkt umfüllen hier in die Querneland, in die Feldspritze. So. Das Gute ist, das Gerät schaltet auch direkt ab, wenn wir in Bereiche kommen, wo wir den Pflanzenschutz schon ausgebracht haben. Beziehungsweise den Flüssigdünger hier. Und schaltet dann wieder automatisch ein mit Precision Farming an den Teilen, wo wir jetzt beispielsweise noch nicht waren. Ne? Ist auf jeden Fall echt cool. Ihr braucht auch kein Section Control oder irgendwelche anderen Mods, um das Ganze dann auch auszubringen. Dann passt das. Und der Trick mit dem Pflanzenschutz ist, ihr müsst einfach düngen, dann aussehen, dann nochmal düngen, was ich ja drüben schon gemacht habe, und dann den Pflanzenschutz ausbringen. Auch wenn es da keine Texturveränderung gibt, nehmt ihr das trotzdem an und so verhindert ihr quasi, dass ihr überhaupt Unkraut auf den Feldern bekommt. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Die 40 Meter Arbeitsbreite hier, der Querneland, ist auf jeden Fall recht schick. Ne, Arbeitsgeschwindigkeit, wie bei allen Spritzen, bis auf die großen fahrbaren Feldspritzen, sind, glaube ich, alle bei 12 km/h.
ist, glaube ich, standardmäßig im LS so eingestellt. So, jetzt wenden wir einmal hier. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir das Gestänge hier beschädigen. Können wir hier schon mal wieder einschalten. Und dann bringen wir das jetzt hier auf Feld 4 aus. Ich weiß gar nicht, müssen wir das Feld auch grubbern oder so? Ich guck mal gerade kurz. Ich gehe mal kurz hier. Er muss geflügt werden. Ah, guck mal, wir hätten das Feld noch flügen müssen. Verdammt. Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich hatte jetzt nur auf Precision Farming geachtet. Ah, da wird der Ertrag natürlich ein bisschen geringer, ne? Ist aber nicht schlimm. Das machen wir dann bei der nächsten Aussaat. Ja, und links seht ihr halt die Ausbringung, ne, die wir jetzt hier haben. Für das Precision Farming. Das heißt, der Stickstoffgehalt wird jetzt hier erhöht, sodass wir einen optimalen Wert erstellen. Ihr könnt natürlich das Ganze auch auf manuell einschalten. Da müsst ihr halt die Ausbringmenge manuell einstellen. Da würde ich jetzt eher von abraten. Ich nutze immer hier die automatische Variante, weil das für mich am einfachsten ist. So, jetzt schaltet die Spritze wieder ab. Jetzt müssen wir mal kurz ein kleines Stück hier zurückfahren, weil wir nämlich hier diesen Gully haben. Wobei, da müsste der eigentlich drüber kommen, ne? Mit der Feldspritze. Es ist ja ein sehr, sehr... ja, da kommen wir drüber. Das ist ja ein sehr, sehr empfindliches Gestänge, was wir hier an dem, an der Feldspritze haben. Und, deswegen muss man da immer drauf achten, dass man natürlich nirgendwo aneckt, weil das natürlich hier, guck mal, wenn wir uns das anschauen, da sind die kleinen Düsen drauf. Da das ansonsten natürlich stark beschädigt wird. Es wackelt natürlich. Ne? Das hat auch ein bisschen was mit Wind zu tun. Im LS haben wir jetzt eher weniger Wind. Deswegen macht es da, glaube ich, keinen Unterschied. Aber nichtsdestotrotz gefallen mir hier die Querneland-Gerätschaften auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also die sehen wirklich sehr gut aus. Passt auch alles soweit. Wir könnten das Ganze natürlich noch ein bisschen weiter runtersenken. Das wäre halt auch nochmal möglich. Ne? Mit der linken Maustaste rauf und runter. Das passt man normalerweise dann auch an, um dann auch direkt auf das Blatt oder auf die jeweilige Aussaat zu spritzen. Das heißt, wenn dann schon die erste Düngestufe ist, ne, dann hebt man das halt dementsprechend nochmal ein bisschen an und sorgt halt dafür, dass man da die optimale Menge ausbringt und auch direkt den Dünger auf die Pflanze aufträgt, ne? So, ich brauche jetzt hier keine ganze Breite. Deswegen fahre ich das jetzt einfach mal ein bisschen manuell nach. Müssen auch hier wieder auf dem, bei den Bäumen so ein bisschen aufpassen, dass wir die natürlich nicht mitnehmen. Ich fahre mal fix hier ein Stückchen weiter rüber. Bei 40 Meter Arbeitsbreite ist natürlich richtig enorm. Ne, man kann die auch konfigurieren, die Querneland-Spritze hier in verschiedenen. Ich glaube, die kleinste Variante war, glaube ich, 18 Meter. Und da bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen Flüssigdünger übrig. Das heißt, das können wir gleich wieder in dem Tank am Hof, wo wir das gerade auch abgeholt haben, da wieder gegenpumpen. Den Schlauch brauchen wir dann noch, um das Ganze aus den ganzen Pflanzenschutz dann auch noch aus dem IBC-Tank zu bekommen. Ne? Das ist natürlich nur der Fall, wenn ihr auch das Schlauchsystem verwendet. Ansonsten braucht es nicht. So, das Feld ist soweit perfekt gedüngt. Können wir den ganzen Spaß wieder einklappen und fahren dann jetzt zurück zu unserem Feld, beziehungsweise zu unserem Hof, wenn das Ganze einmal wieder abtanken. Ja, dann können wir auf jeden Fall, wenn wir den Pflanzenschutz ausgebracht haben, dann in den nächsten Tag reinwechseln. Und da werden wir uns dann noch ein paar weitere Dinge angucken. Kraftstoffe haben wir auch noch nicht verkauft. Das werden wir uns dann auch nochmal angucken. Die Kälber, wie gesagt, sind, glaube ich, noch keine da. Wir können mal gleich kurz einen Blick drauf werfen, ob schon Kälber vorhanden sind. Weil das war ja auch eine eurer Fragen. Wie lange dauert es? Also 3 bis 5 Tage dauert es, bis die Kühe, die wir dort beispielsweise ready gemacht haben. Oh, guck mal, da ist sogar noch eine Kuh drin. Die müssen wir noch rausfahren. Bis die ganzen Kühe dort die ersten Kälber tragen. Ihr braucht ja auch nur einmal befruchten. Und dann war es das Ganze. Damit, so. Haben wir schon Kälber hier? Nee, sind noch keine Kälber da. Ausmisten müssen wir auch mal wieder. Die Kuh, die werden wir gleich rausholen, weil die hatte ich kurz vor der Folge noch reingepackt. Und
damit wir die dann auch gleich wieder einlagern können. Ihr habt noch gefragt, warum die Tierträger angezeigt werden. Das hat was mit dem Ausladen zu tun, damit ihr auch wisst, wo die Tierträger sind. Ihr könnt keine Tiere mehr in den Triggern kaufen, dazu müsst ihr in das Haus gehen und müsst den Laptop nutzen, ne? Steht auch alles in der PDF mit dabei, wenn ihr dann die Version nutzen könnt. Ihr könnt entweder die Tiere direkt vom Händler kaufen oder eben halt über den Laptop, über das Menü. Da kommt dann natürlich noch eine kleine Transportgebühr mit dazu. So, wir fahren jetzt hier mal rückwärts wieder ran, sodass wir auch den Schlauch wieder anbringen können. Und dann pumpen wir das Ganze gleich ab. Huch. Ich fahre nochmal ein Stück vor. So, ich glaube, das sollte soweit ausreichen. Motor können wir anlassen, weil den brauchen wir ja für die Pumpe. Also wir sind ja zu weit weg, ne? Ach, ich hasse das immer. Dieses Ranfahren hier. Also ich finde dieses Silo echt für Felsspritzen eher ungeeignet. Weil man da so oft manövrieren muss, bis man den ganzen Spaß dann auf jeden Fall auch hat. Und bis man das hier drin hat, ne? So, wieder aufnehmen. Rechte Maustaste. Dann hier den Hahn öffnen, rechte Maustaste. Dann mit Y, ich zeige euch mal das Menü, die Pumprichtung ändern, auf Entleeren. Zack. Und jetzt pumpen wir den ganzen Spaß wieder in das jeweilige Silo rein. Ihr seht, ne, das läuft schon mal soweit. Das macht er jetzt. Das heißt, wir können jetzt hier schon mal die IBC-Tanks für den Pflanzenschutz vorbereiten. Dazu muss ich einmal hier hoch in den jeweiligen Stall. Da haben wir ja dieses Lager hier, was wir hier auch nutzen können. Ich mache mal das F1-Menü an. Wir öffnen jetzt erstmal hier soweit das Türchen. Dann müsst ihr hier in den Trigger laufen. Wo habe ich den? So, da. Einlagerung deaktivieren. Und dann könnt ihr R drücken, wenn ihr dann hier beim Lager seid. Und könnt dann je nachdem, was ihr halt eingelagert habt. Ne, wir haben verschiedene Sachen hier drin. Ne, ihr seht die verschiedenen Sachen. Guck mal, hier haben wir Pflanzenschutz. Dann geht ihr auf Bestätigen. Dann spawnt er hier. Da können wir hier auf den Knopf drücken. Und dann fährt das Ganze vollautomatisch runter. Wird dann hier unten ausgelagert. Ja, und dann passt das soweit. Ich muss das jetzt gleich einmal rausholen, beziehungsweise was ich machen kann, ist auf jeden Fall, dass sie direkt anschließen. Müssen wir gleich mal gucken. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt den Kramer. Der müsste jetzt mittlerweile leer sein. Jo, das passt. Dann können wir einmal die Pumpe ausschalten. So, das haben wir gerade eben gemacht mit R. Dann machen wir das Ganze wieder zu. Das ist wichtig, ansonsten läuft das hier raus. So, da sind wir ready. Da fällt der Druck jetzt ab. Und jetzt nehmen wir einfach mal den Schlauch hier und laufen rüber. Wir können den schon mal am IBC-Tank anbringen. Und dann werden wir gleich Pflanzenschutz aufnehmen. Und werden dann über Feld 5 drüber fahren. Für das andere Feld brauchen wir natürlich noch keinen Pflanzenschutz, weil da noch keine Aussaat drauf ist. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken, dass wir hier optimal dann wieder auch rankommen, ne? So, einmal. Zack. Rechte Maustaste. Dann ist das Ganze jetzt hier angeschlossen. Ja, ja, ist schon klar. So, das haben wir jetzt hier hingelegt. Das heißt, ich kann jetzt hier mit der Pflanzenschutzspritze oder mit der Felsspritze kann ich jetzt hier rüberfahren. Machen wir mal die Tür zu. Und fahren dann einfach mal rüber. Und nehmen das Ganze dann jetzt auf. Ich glaube, 2000 Liter müssten reichen. Da muss man echt sehr genau ranfahren, weil ansonsten nimmt der den Schlauch wieder nicht, ne? Ich glaube, das sollte passen. Jetzt müssen wir natürlich wieder mit Y auf Befüllen umstellen, ne? Ist auch klar. Dann schließen wir den ganzen Spaß hier mal wieder an. Hupp, da braucht ihr keinen Hahn öffnen. Einsteigen. Und jetzt kommt Pflanzenschutz hier rein. Das Coole ist, das Etikett, wenn das leer ist, verschwindet dann. Und so könnt ihr die auch mit anderen Stoffen, die IBC-Tanks, auch befüllen. Die bekommt ihr hier unter IBC-Tanks. Ihr könnt einen befüllbaren holen.
Ne? Oder eben halt die anderen hier. So, wenn er gleich leer ist, müsste, glaube ich, das jeweilige... Die jeweilige Beschriftung, glaube ich. Nee, doch nicht. Die bleibt. Okay. Dann sind wir da ready. 2000 Liter Pflanzenschutz haben wir jetzt hier soweit drin. Können wir hier mit der linken Maustaste das Ganze wieder abmachen. Hier auch. Ja, und jetzt können wir auf unser Feld rausfahren und können dann den Pflanzenschutz dann auch ausbringen. Ne? So, ihr seht, 2000 Liter, das sollte definitiv reichen. Wenn nicht, besorge ich mir einfach nochmal einen neuen Tank. Ich habe nämlich noch einen weiteren drin. 4000 Liter hatte ich, glaube ich, eingelagert. Insgesamt. So, jetzt können wir die Felsspritze wieder rausmachen. Ich korrigiere nochmal kurz das VCA, was ich hier nutze. So, jetzt schalten wir den ganzen Spaß wieder ein. Auch hier natürlich wieder 12 km/h. Man sieht jetzt keine Veränderung der Textur, aber er nimmt es trotzdem an, ne? Weil auch viele immer nachfragen. Aber ich glaube, das könnte trotzdem knapp werden. Da müssten wir dann nochmal wechseln. Vielleicht, dass wir noch einen weiteren Tank befüllen mit dem Pflanzenschutz. Wir müssen uns auch um unsere Tiere so ein bisschen kümmern. Ich glaube, die brauchen Wasser oder so. Ich guck mal gerade. Schauen wir uns das Ganze mal an hier. Genau, guck mal, die brauchen Wasser. Oh, wir müssen Wasser auf die Weiden bringen. Bei den Kuhställen braucht ihr es natürlich nicht. Da gibt es kein Wasser. Die sind soweit hier versorgt. Ja, hier haben wir 8 schwarz-weiße Kühe Kalben. Das sind die, die wir befruchtet haben oder die wir so auch schon gekauft haben. Da habt ihr halt verschiedene Möglichkeiten. Und ansonsten bei den Zuchtschweinen und so weiter braucht man natürlich kein Wasser. Ich werde auch gleich zum Ende der Folge die Kuh nochmal rausfahren. Weil, ja, die soll da auf jeden Fall nicht in diesem Fanggestell auf jeden Fall länger verweilen. So, wir wenden mal hier. Fahren wir hier mal in die nächste Bahn rein. Sehr schön. Und die 40 Meter Arbeitsbreite, das sind 3 Bahnen, die wir fahren. Aber ich glaube, das sollte ausreichen. Der Pflanzenschutz. Und so könnt ihr quasi dafür sorgen, dass erstmal gar kein Unkraut entsteht. Natürlich könnt ihr auch abwarten, könnt einen Striegel nutzen, wenn dann Unkraut da ist. Könnt das Ganze striegeln. Das könnt ihr ja quasi selbst entscheiden, wie ihr das Ganze macht. Also ich finde den Fendt auf jeden Fall ganz cool. Ne, den findet ihr in der Videobeschreibung in der Modliste. Ist der 939 Vario, ist das. Ich hatte in der letzten Folge, das habt ihr auch geschrieben, das Vario-Getriebe über VCA eingestellt. Das hat sich irgendwie komisch angehört. Fand ich zumindest. Hat der eine oder andere auch geschrieben, dass es ein bisschen komisch geklingt hat? Oder geklungen hat? Geklingt? Geklungen? Ihr wisst schon, was ich meine. Und deswegen habe ich es jetzt wieder auf das... Ja, habe ich das Getriebe halt quasi hier ausgeschaltet. Weil er hat sich da so ein bisschen verschluckt. Ich weiß nicht, ob das in der Realität auch so ist. Oder ob das eher was, ein bisschen was mit VCA hier zu tun hat. So, wir fahren jetzt den Spaß nochmal ab hier. Und dann werden wir jetzt hier noch die Felsspritze einmal drehen. Dass wir dann jetzt hier auch noch die letzte Bahn hier auch noch ausbringen können. Huch. So, auf geht's. Das machen wir jetzt auch noch. Dann überlappen wir jetzt natürlich ein bisschen. Ist aber nicht schlimm. Denn Pflanzenschutz haben wir ordentlich hier drin. Das sollte auf jeden Fall hier ausreichen. Hier muss ich mal so ein bisschen raus scrollen, damit ich auch die Breite sehe. Aber ich stelle mir das in der Realität schon recht anspruchsvoll vor, hier mit solch einer großen Spritze auf den Feldern unterwegs zu sein. Weil man da natürlich auf viele, viele Dinge auch achten muss, ne? So, das heißt, hier kann dann die durchwachsene Silvi, die wir hier ausgesät haben, dann auf jeden Fall ohne weiteres wachsen. Ne, wie wir das Ganze verarbeiten, wie wir es häckseln und so weiter, das gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Ne, man kann das ja einmal zu den Tieren bringen oder eben halt verdichten. Und dann kann man das Ganze dann auch nutzen. So, wir sind fertig. Wir haben sogar noch ein bisschen was übrig. Ist jetzt auch nicht schlimm. Da können wir den ganzen Spaß wieder zusammenklappen. Und fahren jetzt zurück zu unserem Hof.
Da können wir das jetzt gleich wieder abpumpen. Und können das ganz normal in die IBC-Tanks dann wieder einfüllen. Ne? Das ist auf jeden Fall ganz cool. Dann werden wir es oben wieder einlagern. Fahren wir hier an unserem neuen Gebäude nach. Da müssen wir auch noch mal ein bisschen was anpassen. Von der Optik her zumindest. Hier steht noch die Drille. Die muss ich auch noch mal sauber machen. So. Ich glaube, das sollte hier soweit ausreichen. Huch. Machen wir den erstmal aus. So. Dann schließen wir den ganzen Spaß mal an hier. So, kriegen wir das hin hier? Nee, da muss ich nur ein bisschen weiter runter anpacken. Aber manchmal ist das echt... Zieht sich das echt hier so ein bisschen wie Kaugummi. Jetzt haben wir es dran. So, jetzt können wir das ganze Gerät wieder starten. Ich mache mal F1-Menü an. Wir gehen jetzt wieder auf Entleeren. Starten den Motor. Und tanken das Ganze dann auch wieder ab. So, jetzt wird der Tank wieder befüllt. Ja, die Spritze wird jetzt hier dementsprechend wieder entleert. Dann sind wir hier soweit ready. Können wir das Fahrzeug einmal getrost ausschalten. So, da können wir hier das Ganze wieder abmachen. Das brauchen wir nicht. Das können wir dann auch wieder an seinen Ursprungsort bringen. Das mache ich jetzt auch nochmal eben fix. Und dann lagern wir das oben gleich wieder ein. Das heißt, wir haben 500 Liter IBC-Tank noch gefüllt. Und wir laufen jetzt einfach mal rüber. Ich schmeiße das Ding wieder weg. Ah, ich vergesse immer, die mittlere Maustaste zu halten. Und jetzt ist das auch wieder ein bisschen im Boden gebackt. Das passiert auch ab und zu. Passiert aber recht weniger. Das wurde nämlich auch gefixt in den neuen Versionen. Vielleicht sollte man auch einfach nicht immer so weit rennen. Ne? Oder so schnell rennen, wie ich das manchmal mache. Dann läuft das Ganze nämlich vielleicht auch ein bisschen entspannter. So, ich guck mal gerade kurz. Wo haben wir es hier? Wo ist der Trigger? Da ist er. Dann haben wir das wieder so weit aufgeräumt. Das ist dann ready. Jetzt können wir den Tank da oben wieder reinbringen. Dazu muss ich oben einmal kurz den Trigger wieder ändern, dass er auch wieder auf Einlagern aktiviert ist. Und dann können wir gleich auf das Knöpfchen drücken und dann wird dann hier auch der IBC-Tank hier auch wieder eingelagert. Ne? Guck mal, wir haben jetzt hier Einlagern aktivieren. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Jetzt fährt das Ganze dann wieder hoch. So, wir drücken mal aufs Knöpfchen und da verschwindet das. Ne? Das ist auf jeden Fall gut. Nämlich, wenn ihr alles hier rumstehen habt, das sorgt dann auch auf jeden Fall nochmal, wenn es einlagert, für bessere Performance. Machen wir zu und weg ist er. Sehr schön. So, jetzt werde ich nochmal fix zum Kuhstall rüber. Und die Spritze fahre ich dann gleich weg. Da werde ich jetzt gleich nochmal die Kuh dort aus dem Gestell, aus dem Fanggestell, wo der Tierarzt, beziehungsweise, ja, wo das Tier besamt wurde, für die jeweilige Ausbringung von, ja, von Kälbern, ne? Guck mal, das rote X markiert den Schatz, ne? Das heißt, diese ist jetzt schon befruchtet. Wir füllen jetzt hier nochmal ein bisschen Futter rein. Gehen nochmal in den MAN. Starten den schon mal. Fahre ich den mal hier beiseite. Und dann holen wir gleich die Kuh raus. Ich stelle das jetzt hier einfach mal ab. Euch gefällt der kleine MAN hier? Ich mag den auch sehr. Ist echt ein cooles Gerät. Also ein cooler Oldtimer. Mir hätte ja auch geschrieben, dass ich so ein Young- oder Oldtimer-Projekt machen soll. Ja, weiß ich nicht. Also auf Bergmann wieder bei Null beginnen jetzt eher nicht. Vielleicht schiebe ich da irgendwie zwischendurch nochmal was anderes ein. Müssen wir mal gucken. Ansonsten nehmen wir mal den kleinen Tiertransporter hier. Die rückwärts ein bisschen dran. Da muss ich das Gestell noch einmal öffnen. Zack. Sehr schön. Dann einfach R drücken. Ne? Schwarz-weiß kalbend ist jetzt die Kuh. Und die können wir jetzt dann wieder rüberfahren. Das heißt, die wird auch Kälber ausbringen. Wie gesagt, 3 bis 5 Tage dauert das Ganze. Und
dann geschieht das Ganze automatisch. Die können wir jetzt hier wieder in den Tierträger packen. Dafür sind auch die Anzeigen da. Ja, also ihr könnt hier nichts mehr kaufen und so weiter, sondern das müsst ihr über den Laptop machen oder eben halt direkt das Ganze am beim Viehhändler. Ne? Am Laptop, am Hof geht es natürlich auch. So, ich würde sagen, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gilt wie immer, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, schreibt auch gerne einen Kommentar und ich sage einfach mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.